Hallo und willkommen zum wahrscheinlich letzten Part dieses kleinen Projektes. Denn uns fehlt noch eine einzige Sache. Und das sind hier die letzten Videos. Ansonsten, die Neuigkeiten unten sind vorhanden. Die Let's Plays sind durchklickbar. Ich habe mittlerweile auch ein paar andere Videos hinzugefügt. Nur mal so zum Testen. Auch die Hover-Effects funktionieren. Einigermaßen das Design steht. Die Downloads, da werde ich noch ein kleines bisschen was machen, aber das braucht euch nicht zu interessieren, weil das sind eigentlich nur CSS-Geschichten. Und vom Inhalt wird sich hier nichts ändern. Und das war es im Grunde genommen schon. Meine beiden Kanäle, das Impressum steht, der Kontakt steht, beziehungsweise das Design von dem Kontakt steht noch nicht, aber der Kontakt in sich steht. Und die letzten Videos fehlen uns noch. Dann ist die Geschichte hier eigentlich gegessen. So im Grunde genommen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an, damit wir zügig fertig werden. Und dann hat sich das. Was wir natürlich erstmal wieder brauchen, ist eine Verbindung zur Datenbank, die wir uns wieder aufbauen mit der Connect.php, die wir mal erstellt haben. So. Als nächstes. Query last nenne ich das Ding jetzt mal, damit es nicht immer oben, nicht immer Query heißt. Den Abwechslung. Eventuell. Wir holen uns natürlich wieder alles von Videos. Order by ID. Desk. Und dieses Mal machen wir nicht Limit 1, sondern Limit 3. Das übrigens ist falsch. Last 3 Videos bitte. Sites oder war das Main? Ich glaube, das war Main. Last 5 Videos hier. Ich nenne es deshalb Last 3 Videos, weil es einfach die letzten 3 Videos werden. Also sprich Limit 3. Was anderes brauchen wir ja eigentlich auch nicht machen. So, wir kopieren das Ganze von hier oben. Einfach mal hier runter. Das Einzige, was wir hier ändern, ist der Query. Query last. Wir holen uns den Namen, das Bild, Beschreibung. Ne. Beschreibung brauchen wir hier unten wieder nicht. Die ID und die Kategorie. Mehr brauchen wir natürlich wieder nicht. Ist auch immer wieder gut. Ich mache hier oben noch ein paar Leertasten raus. Und wir haben eine Tabelle gemacht. Die brauchen wir hier natürlich nicht. Ich mache es einfach so. Ich kopiere mir mal das Ganze hier. So. Und jetzt da dazwischen noch ein Echo für die Ausgabe der restlichen Details. Ich habe mir noch nicht genau überlegt, wie ich das mache, aber wahrscheinlich wieder mit einer Div. Class slash Div, wie immer. Die Ausgabe der einzelnen Dinger wird sein. Ja, ganz einfach. Ja, jetzt bin ich ganz kurz am Überlegen, wie groß sind denn diese Bilder hier? In der Spiele.php. Spiele. Die Bilder haben eine. Irgendwie haben die Bilder hier gar keine Größe. Moment, Div Class Spiele. Spiele, Spiele. Videos, Spiele. So. Spiele Image. 120 auf 90. Okay. 20 Pixel in Höhe von 90 Pixel. So, dann einfach ein Break, noch einen Break und dann Name.
Okay, irgendwas hat sich jetzt gerade verändert. Last 3, habe ich etwa 3 falsch geschrieben. Das wäre natürlich jetzt äußerst peinlich irgendwie. Ach hier. Jetzt bin ich verwirrt. Last 3 Video? Last 3 Video. Und heißt das jetzt Last 3 Videos? Ah! Okay. Keine Ahnung, woran es gerade gelegen hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich's jetzt wieder. Und ich sehe auch, dass das so nicht klappt, wie ich es mir gedacht hatte. Also so. Gut. Die Div bekommt ein Video, ein Class Last Video. Ach, Moment, das haben wir doch hier oben schon. Irgendwo. Nein, das ist Newest Video. Okay. Last 3 Videos, der bekommt eine Klasse von. Übrigens, ich bin jetzt in der Main, ne, weil ich das auf der Index mache. Nicht auf der Seite, die kann ich nicht dabei schließen. Last Video, die Klasse. Und eine Höhe von 90 Pixeln, einfach mal, weil das Bild so hoch ist. Line Height 90 Pixel. Dann sehen wir gleich noch, wie breit soll das Ding dann werden. 150 Pixel vielleicht so. Float Left auf jeden Fall. Erstmal noch kurz eine Border von einer weißen Border rundherum, damit ich bloß mal sehe. Okay, das ist die Breite, das reicht niemals. 350 eventuell. Das reicht schon eher. Hier mache ich mal so Text allein Center rein, einfach mal bloß so spaßhalber. Und noch eine Line Height 90 Pixel, damit es sich eventuell noch verschiebt. Nein, das nicht. Wir haben auf jeden Fall schon mal gesenterte Dinge. Das ist natürlich jetzt doof. Weil wir hier eine Border von 1 Pixel Solid haben. Schwachsinn. Weil wir hier eine Float Left haben. Und nicht das Ganze nicht. Nicht von der Schrifthöhe her hinbekomme. Was ich aber gerade feststellen muss, ist, dass ich einen Fehler gemacht habe. Denn das ganze Ding, wir wollen ja mehr ausgeben als bloß ein einziges Ding. Also müssen wir das Ganze ja komplett ausgeben. Also in die Wildschleife setzen, sodass es wenigstens 3 Videos werden. Und da merke ich schon. Ja, Moment, wieso eigentlich? Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch irgendwie. Nochmal kurz die Border rum. Wir haben doch hier jetzt. Wir haben 350, ne? Ja, das ist natürlich dann klar. Schauen wir mal, wie weit wir das ausreizen können. Das muss ich natürlich jetzt am besten auch nur ausrechnen. Kurz den Rechner. 20, ja natürlich. Oh Gott, ey. 1024 geteilt durch 3. 341,33. Na, nicht Komma. Punkt. So. Dam, dam, dam.
Wieso das jetzt nicht klappt, ist mir schon klar, weil die Bohr dann auch im Weg ist. Jetzt klappt es natürlich. Gut. Da ist noch ein kleiner Fehler drin. Zwar nicht Desk, sondern Ask. Wir wollen ja nicht 543, sondern 1, 2. Ne, Moment. Ich habe hier immer das Video, das ich zuletzt hochgeladen habe. Und will hier drunter die letzten drei Videos, die ich hochgeladen habe. Also will ich doch Desk. Allerdings will ich Where. ID gleich ID minus 1. In dem Falle das dürfte aber wahrscheinlich nicht klappen. Legen wir einfach mal eine neue ID an, mal schauen, ob es uns nimmt. ID minus 1. Mal gucken. Es klappt auf jeden Fall und dann nimmt uns dann die vierte. Das ist ID 1. ID 2. ID minus 2. Das Ganze nochmal mit ID 3 gleich ID minus 3. And ID gleich ID 2. And ID gleich ID 3. Ich hoffe, man kann es auch lesen. Ich muss hier auf jeden Fall noch ein 1 rein. So, jetzt könnt ihr echt das Ganze mal abschreiben. Jetzt dürfte es auch klappen. Nein. Okay, dann machen wir es. ID 1, 2, 3, ich glaube, er nimmt keine Zahlen in Variablen. Bin ich mir aber nicht sicher. Nein, er nimmt es mir trotzdem nicht. Okay, jetzt noch mal kurz überlegen. Hol uns alles raus von Videos, wo die ID. Mein Gott, bin ich blöd. Kleiner gleich ID 1. Order by ID Desk. Limit 3. So. Bitteschön. 4, 3, 2. Jetzt, wenn wir sagen Ask, dürfen wir Mist. Ja. Er soll uns ja die letzten ausgeben, also passt schon. Das war das, was ich als letztes hochgeladen habe, das war als vorletztes und so weiter und so fort. Jetzt passt's. Sehr schön. Gut. Dann könnte ich ja gleich sagen, kleiner gleich ID. Jo, macht keinen Unterschied. Das ist gut. Gut. Das wär's. Wir sind fertig. Designtechnisch mache ich das selber noch, weil das ist jetzt nicht wirklich so überragend schwierig. Aber ja, das war's.
Wir sind im Grunde genommen fertig. Jetzt ist das Ding auch noch horizontal, vertikal zentriert, das ist gut. Wie ich den Text noch irgendwie hinbekomme, überlege ich noch, aber ja. Okay. Dann viel Spaß beim Nachbauen. Besuch die Seite öfter mal. Habe ich öfters neue Videos drauf und haut da rein, ne? Tschüss.